Hallihallo und herzlich willkommen zurück, ihr Lieben da draußen. Ich bin's, euer GigaGreeby von Gigalabastia, dem kleinen bescheidenen Hort rund um die Welt von Pokémon. Es ist mal wieder Wochenende, wenn dieses Video hier erscheint. Genauer gesagt, es ist Sonntag, der 7. August 2022. Und ihr kennt das Spiel am Wochenende, da genehmige ich mir einfach mal den Luxus und wandere in die Welt des Pokémon-Sammelkartenspiels online. Und warum wird sich der ein oder andere fragen, der das jetzt noch nicht so lange verfolgt hat? Nun, zum einen kann ich das viel, viel schneller schneiden. Das heißt, ich habe weniger Arbeit am Wochenende, was ziemlich nice ist. Zum anderen allerdings kann ich dadurch auch meine normalen Openings ein bisschen, sagen wir mal, aufsparen, ja, für unter der Woche. Denn man muss ja ganz ehrlich dazu sagen, ich habe jetzt nicht 80 Milliarden Boxen hier schon die ganze Zeit immer parat, dass ich wirklich 7 Tage die Woche ein normales Opening rausbringen könnte. Deswegen ist es immer ganz schön, hier ein bisschen online was zu zeigen. Und heute gibt es Booster-Openings. Ich habe erst überlegt, ob ich mal wieder ein kleines Duell spiele, aber heute habe ich was Besonderes vor. Ich will noch nicht zu viel verraten. Ich überlege nur, das als Videoformat dann zu posten. Das geht aber nur, wenn da was gefunden wird, was ganz bestimmt ist. Ja, mehr kann ich leider nicht sagen. Ich werde vielleicht drüber sprechen, falls es nicht klappt. Wenn es klappt, dann bekommt ihr auf jeden Fall ein Video. Und das wird dann wieder ein etwas besonderes Video, wie die ganzen Vlogs, die ich neulich gemacht habe. So viel schon mal dazu. Ich möchte heute natürlich wieder Pokémon Go aufmachen, aber, ihr Lieben, ich sag euch gleich eins dazu, es wäre ganz geil, wenn wir mal wieder was anderes auch aufmachen könnten. Das schaue ich mal. Bei Pokémon Go, ganz ehrlich, da sieht man sich dann auch irgendwann ein bisschen satt. Ich weiß ja nicht, wie das da euch geht, ne? Könnt ihr gerne mal in die Kommentare reinschreiben. Aber Pokémon Go, da haben wir jetzt ja wirklich jede Karte gesehen. Also, ich bin auf der Suche nach vielen krassen Karten. Mewtwo Gold zum Beispiel oder generell die Mewtwo Vista Rainbow Variante. Professor Willow in Rainbow brauchen wir noch. Also es gibt noch sehr, sehr viele Karten, gerade von den seltenen, die ich benötige. Das normale Set haben wir fertig. Das normale Set habe ich tatsächlich abgeschlossen. Wo ist der Ordner? Der liegt, glaube ich, gerade da drüben. Und da bin ich sehr, sehr happy. Und jetzt geht es wirklich darum, die krassen Hits noch zu handeln. Online, da gibt es auch noch eine ganze Menge Puls. Wir fangen an, genug gequatscht für heute. Ich sag zum Auftakt eine Feuerenergie. Was sagt ihr? Dürft ihr gerne mitraten. Feuer sag ich. Und es ist Psycho. Okay, alles klar. So, wir haben Navitaub als Reverse. Den Rest kennen wir alles schon. Und die seltene Karte in Booster Nummer 1. Na, also bitteschön. Na, genau so soll's doch gerne laufen. Mein lieber Scholli, Silberrad. Ich darf nicht. Full Art, Leute. Ich hab's versprochen. Ich möchte mich bessern. Ich möchte nicht immer sofort Silber daran sagen. Eine Full Art Melmetall V-Karte. Auch die bräuchten wir tatsächlich noch. Die möchte ich gerne noch ziehen. Armaufladung macht 50 Schaden und man darf eine Stahlenergie aus der Hand an dieses Pokémon anlegen, damit man sofort im nächsten Zug dann Mega-Hieb einsetzen kann. Und das macht 140 Schaden. Das ist schon eine sehr, sehr coole Karte. Und die Full Arts, die machen natürlich einiges her. Nächstes Booster und da sag ich diesmal Elektro. 3, 2, 1, Elektro oder nicht. Schauen wir mal, was hier drin ist. Ah, schön, 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 schön. Carvador haben wir als Reverse. Und die nächste seltene Karte, meine Freunde. Let's go, let's go, let's go. Na, das knallt doch aber richtig heute. Was ist denn los? Alola Kokobai V mit der normalen schwarzen Randform. Ja, es ist die normale V-Form, keine Full Art oder so. Das muss ich jetzt mal ganz kurz sagen. Woher kommt das denn, dass ich immer silberner Rand sage oder eben schwarzer Rand? Ja, Full Art, verstehe ich. Aber ganz ehrlich, für mich ist so ein Bild hier auch so ähnlich wie Full Art. Klar, ihr habt jetzt hier nicht diesen farblichen Schimmer da unten, aber das Motiv ist ja trotzdem irgendwie über die gesamte Karte hinweg. Deswegen ist das bei mir so im Schädel drin. Haben wir letztens sogar erst noch gesehen in der Promobox. Gerne einschalten. Lief noch nicht ganz so gut. Falls ihr es verpasst habt, klickt euch da gerne mal rein. Das ist tatsächlich die gleiche Alola Kokobai V-Karte, nur mit einem anderen Motiv. Die Attacken sind aber gleich. In die Höhe sprießen, da wirft man eine Münze bei Kopf, durchsucht man sein Deck nach bis zu 5 Pflanzen-Pokémon und legt sie beliebig an alle Pokémon an und der Kopfschwung fügt für jede an dieses Pokémon angelegte Pflanzenenergie einem Pokémon des Gegners 30 Schadenspunkte zu. Kann also auch maximal böllern, schon allein mit den 3 Energiekarten, wenn es Pflanze ist, 90 Schaden. 240 KP ist jetzt auch nicht so wenig. Booster Nummer 3, Stahl. Okay, schade, 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 schade. Aber Glückwunsch an alle, die es richtig geraten haben. Lamos als Reverse hatten wir noch nicht, ist neu für unser Online-Deck. Oh, was ist denn los, Leute?
Heute ist gut. Heute ist richtig gut. Later King V mit, also als normale V-Karte mit dem Faulpelz als Fähigkeit. Wenn du 2, 4 oder 6 verbleibende Preiskarten hast, kann dieses Pokémon nicht angreifen und schwerer Einschlag macht 260 Schaden. Die Full Art hatten wir tatsächlich schon gezogen. Die ist auch schon eingeheftet bei mir. Die normale V-Karte, die fehlt mir tatsächlich in meinem regulären Ordner da drüben. Aber die werden wir bestimmt noch ziehen. Das sollte jetzt nicht so ein Problem darstellen. Hoffe ich. Schöne Karte auf jeden Fall. Und dann haben wir noch. Und dann würde ich sagen, mach mal, bevor wir das letzte Pokémon Go Booster aufmachen, noch eine kleine Pause mit Astralglanz. Astralglanz geht immer. Einfach für euch heute. Als kleines Goodie. Ich sage Psycho. Let's go. Schade. Okay, aber hey, wir haben, also um Gottes Willen. So, Hisui Baldorfisch ist die Reverse. Ansonsten haben wir Teddy Ursa, Magnetilo, Plaudergeil, Togepi. Alles Karten, die wir schon zur Genüge gesehen haben. Auch online hier, ihr seht das schon, Ursaring 6-mal gezogen, trifft Zeppeli 5-mal. Und ihr wollt nicht wissen, wie mein Stapel an doppelten Karten aussieht nach diesem Display-Opening. Falls ihr das verpasst habt, könnt ihr auch euch das gerne nochmal anschauen. Und wir haben eine seltene Karte hier in Astralglanz und das ist... Das habe ich schon so oft gesehen. Hisuya Aktilas, das haben wir wirklich schon ganz oft gesehen. Da gehen wir mal lieber weg. Machen wir doch lieber Pokémon Go, das lief heute ganz gut. Letztes Booster. Nochmal Pflanze, komm. Oder Kampf. Kampf, ich sag Kampf. Schade, jetzt ist es... Ja, na gut, was soll's? Keine neuen Karten. Haben wir hier schon alle im normalen Set? Ich glaube schon. Düsselgur als Reverse hatten wir sogar auch schon mal gesehen. Ich glaube, das normale Set online dürften wir auch im Besitz haben. Aber schauen wir lieber auf die seltene Karte. Kriegen wir es hin? Viertes Booster, vierter Hit. Ich mag es kaum glauben. Okay, das wäre auch ein bisschen übermütig gewesen. Bisaflor nochmal als Holo-Variante. Die haben wir auch schon 3-mal gezogen. Aber das war schon sehr saftig, muss ich sagen, oder? Leute, heute... Was war denn da los? Kann ich nach Pokémon Go? Ja. Übernehmen. Filter. Kann ich nach Seltenheit irgendwie? Das geht doch auch, ne? Hier. Ist es das? Ja. Also, wir hatten Alola Kokowalvi. Dann haben wir... Nee, Meisterkraft nicht. Wir hatten das Later King V, genau. Und nochmal das Melmetal V. Als Full Art Card. Das ist schon Wahnsinn. Also, ich sag mal... Online haben wir auch richtig gute Karten bis jetzt gezogen. Das deckt sich ja fast ein bisschen mit unserer Ausbeute, die wir auch so schon hatten. Ne? Ich meine, gut, wir hatten das Mewtwo. Wir hatten nicht so viel Glück bei den strahlenden Pokémon. Ja? Wir hatten 3-mal strahlendes Turtok. Eins habe ich schon vertauscht. Und wir hatten auch schon strahlendes Bisaflor. Da hänge ich ein bisschen hinterher. Ich habe bis jetzt nur strahlendes Glurak gezogen, tatsächlich. Dafür Alola Kokowai 2-mal. Meistergriff 2-mal, genau. Melmetal V habe ich, glaube ich, auch. Melmetal V-Max 2-mal. Later King als Full Art und dann noch die Mewtwo V Full Art Alternate Variante, was jetzt hier das Äquivalent zum Meistergriff wäre und hat dafür auch schon 3 Ditto. Das ist schon nicht schlecht, muss ich sagen. Ist schon gar nicht mal so übel. Kann man durchaus zufrieden sein. Ich hoffe, ihr wart zufrieden mit dem heutigen Video, auch wenn es mal wieder nur ein kleiner Snack ist. Kleiner Snack am Wochenende. Nehmt mal einfach so mit. Bitte gerne liken, bitte einen kleinen Kommentar da lassen. Und dann würde ich mich sehr freuen, wenn ihr auch beim nächsten Mal einschalten würdet. Und, falls ihr ganz neu hier auf dem Kanal seid, gerne ein Abo da lassen. Ich verspreche, es kommen wieder einige tolle Openings. Zum Beispiel am Montag, da mache ich die... das ist ein bisschen blöd. Das sind die Mini-Tins von Pokémon Go. Und da habe ich mir die nächsten ja schon besorgt. Und da machen wir 2 morgen auf. Dazwischen gibt es dann wahrscheinlich auch die Hisui-Tin-Boxen, die ich mir ja auch schon besorgt habe. Also, es wird sehr tinlastig, aber dafür gibt es jede Menge Booster, jede Menge Openings. Ich freue mich, wenn ihr dabei sein würdet. Ansonsten wünsche ich euch einen fabelhaften Tag, Abend, Morgen, je nachdem, wann ihr das Video seht. Macht es gut und bis dahin, euer GigaGreevy von GigaLabastia. Ciao, ciao.